das letzte Mal bei Green Hell. Ja, tut's weh? Boah. Ich hab Iframes. Ja, er ist tot. Jetzt alle getötet? Hallo, ihr lieben Freunde des Buschs. Willkommen zurück zu Green Hell. Ja, es geht weiter in unserem schönen Camp. Ich habe letztes Mal richtig schön was weggemetzelt, ja. Ich habe alles getötet, was ich gefunden habe. Und das war eine ganze Menge Eingeborene. Haben wir was hier an Essen drin? Ja, ein Kaiserfisch, sehr schön. Meine Todesfalle ist immer noch gespannt. Gespannt auf das, was kommt. Aber irgendwie hat sich nichts da rein verirrt in die Falle bisher. So, wir machen erstmal hier ein bisschen Fisch. Was brauche ich denn eigentlich? Eiweiß. Ich brauche ganz viel Eiweiß. Und ich glaube, der Fisch, der Kaiserfisch, der hat nicht sehr viel Eiweiß. Naja, wir wollen heute die eine oder andere Höhle erkunden gehen. Ich habe hier, wie gesagt, die ganzen Stockhalter gebaut. Das ist voll gut. Habe ich noch ein paar, lege ich mal da drin. Wir brauchen jetzt nämlich keine Stöcke großartig. War das? Alles gut. Jetzt mal ein bisschen langsamer, bitte. Okay. Oh, das Wasser ist ja gar nicht voll. Jetzt ist es voll. Super. Also Wasser haben wir genug. Ich habe natürlich wieder Tipps bekommen. Das beherzige ich wirklich. Ich versuche es zumindest. Und wir sehen mal weiter. Wir sehen mal weiter, was noch alles kommt. Also ich könnte mich jetzt langsam Richtung Osten vorarbeiten. Zumindest ist es mein Plan. Und da werde ich mir dann anschauen, ob ich da nicht mal die Brücke finde. Diese Seilbrücke. Die sagenumwobene Seilbrücke, die wir reparieren müssen, dass wir drüber können. Und dann sind wir in einem neuen Gebiet. Das kam jetzt wohl erst nach 1 irgendwas. Ja, nach Patch 1 irgendwas. So, wie viel haben wir? 4 Proteine. Ja, es ist halt gar nichts, was wir aus so einem klitzekleinen Fischchen rausbekommen. Deswegen, also wenn dann Fleisch wäre ganz cool. Oder hier, Kokosnüsse geben, glaube ich, Kohlenhydrate und Fett. Fett, ja. Ist ja eine Nuss, immerhin. So, essen wir die erstmal. Lecker, lecker. Nüsschen. Hier laufen die ganze Zeit Viecher rum, aber irgendwie geht keiner meiner Todesfalle. Das finde ich ein bisschen dreist. Also für was baue ich die denn? Ich will denen doch nur ein schönes neues Zuhause bieten, wo sie sich dann rein verirren und sterben. Und es macht keiner. Ich finde es sehr unhöflich. Von den Dingern. Habe ich jetzt eigentlich alles an Waffen dabei? Ich habe noch einen Speer, das ist gut. Oh, Maden. Nee, da sind keine Maden drin. Schade. So, hier müsste irgendwo die Höhle sein, glaube ich. Ich suche noch eine Höhle. Habt ihr das gehört? Oh nein, das ist so das typische Buschraunen. Das wäre was Fieses. Nüsschen. Immer diese Mäuse hier. Wo sind meine Mäuschen? Oh. Krabben gibt's auch wieder. Und Pilze. Geben aber leider. Was? Ich wollte es essen. Kohlenhydrate brauche ich jetzt nicht so, aber Energie ist gut. Energie ist immer sehr gut. So. Essen wir ein bisschen was, weil Energie ist feini fein. Brauchen wir immer eine Menge von. Da ist noch ein Pilz. Oh nein, ich habe die Honigfarbe. Ich wollte die. Okay, aber ist jetzt egal. Was wiegt die eigentlich? 0,2, das ist ja gar nichts. Okay, dann werde ich sie mal aufheben weiter. Ist klar, Honig gibt sehr viel Kohlenhydrate. Und geistige Gesundheit. Honey. Honig. Lecker, lecker Honig. So. Ach, da ist die Wasserfallhöhle. Guck mal, ich dachte schon, hier ist dort ein Wasserfall. Geil. War das gerade wieder Fledermäuse, die ich gehört habe? Stein. Oh, Obsidian. Seht ihr mal. Ich habe aber 6 Obsidian, ich brauche nichts. Und hier hört es wieder auf. Das ist halt immer so ein Ding, ne? Oh, warte mal, ich weiß aber noch, wo noch was ist. Wir müssen einfach nur Richtung Nord. Nordost, also hier die Richtung. Und dann. Ja, ja. Hab ich dich. Noch eins. Noch eins. Oh nein, ich kann nicht mehr. Soll ich mal essen? Oh. Ah! Oh, 3 Lebensmittelvergiftung. Und geistige Gesundheit minus. Ach, scheiße. Hab's doch gewusst. Essen, essen, essen.
Hat er geknirscht. Aber wir haben wieder Kohle, wir haben wieder Eiweiß bekommen. Ja, auch wenn es nicht sehr gut war, weil ich den Rest jetzt verloren habe durch das Essen. Also merke, nichts roh essen. Ist böse. Denn. Was ist das denn? Ich dachte, da läuft wieder was. Nee, doch nicht. Aber es gibt wieder Pilze. Geistige Gesundheit plus, ich wollte gerade sagen. Gibt's aber keine Energie, das Teil. Oh mein Gott! Oh! Da ist er! Noch ein paar Pilze zur Stärkung. Oh! Oh! Das war knapp! Das war ein Jaguar! Und jetzt schneide ich ihn erstmal auf. Alter! Oh mein Gott, ich habe einen Jaguar erledigt. Mach ich mir erstmal einen Slip draus, einen Jaguar-Slip. Alter Schwede. Aber wie knapp das war, der hat mich beinahe erledigt. Alter. Der hat mich nicht erwischt. Oh, ich habe gerade noch so den Speer heben können. Also Speerwürfe sind natürlich das Stärkste, was man so im Repertoire hat. Oh, kein Platz mehr? Komm, Funkchen verbannt, wo passt du noch hin? Das ist schlecht. Mach ich mir noch ein bisschen Ascheverbände vielleicht? Hab ja ein bisschen was. Oh, der passt auch wieder nicht hin. Mann, das ist aber doof. Warum ist eigentlich die Paranuss hier? Ich sammle mal ein bisschen. Eine Nussschale. Was kann ich denn aus der Nussschale? Kann ich mir vielleicht Patronen machen? Wer weiß. Nee, das geht nicht. vielleicht kann ich mir einen Pfeil? Nee. Wäre ein bisschen seltsam. Vielleicht mit einem Stock. Aber ist egal. Was kann ich mir aus der Nussschale machen? Oh Gott, da hat wieder was geraschelt. Ich leg mal die Nuss ein bisschen. Warum ist für so eine blöde Nuss kein Platz? Die arme Nuss hat keinen Platz in dieser Welt. Asche vielleicht ein bisschen umlegen. Blattverband mit Asche. Mit Asche. So. Warum ist dafür kein Platz? Guck mal. Das ist doch hier Schikane. Ansonsten schmeiß ich die Knochen. Nee, die Knochen will ich eigentlich nicht. Ist denn hier noch Platz, Mann? Okay, dann lege ich den Verband halt so quer. Ich habe mir ein bisschen blöd vor gerade. So. So geht doch. Weiß gar nicht, was ihr habt. Ist alles so eine Frage der Organisation. Geistige Gesundheit. Okay. Ja, ich brauche mir nochmal eine Axt jetzt. Herstellen, herstellen. Dann ist wieder Obsidian nämlich weg. Und wir haben wieder eine Axt. So, wunderbar. Eieiei. Trotzdem wir erstmal die Machete aufbrauchen. Hallo? Warum sieht man die. Eben hat man die Machete nicht gesehen. Ich wollte gerade sagen, das sind Fliegen, keine Eingeborenen, oder? Oh, der kann dann bestimmt auch essen. Parasiten werden weggenommen. Super, uns gibt es richtig viel Energie. Geil. Geil. Richtig viel, die blauen Pilze. Oh, sind wieder ein paar Kohlenhydrate. Schwede, weißt du, rennst du einfach mal in so einen Leopard wieder rein. Ich bin kurz davor, wieder ins Lager zurückzugehen. Aber ich hoffe mal. Wow. Seid ihr alle noch tot? Ich sehe gerade keinen hier beim Lager. Oh, die geben auch wieder Energie. Geil.
Schön, damit haben wir wieder volle Energie, aber Leben ist nicht so voll. Wenn mir das Eiweiß fehlt. Alle noch tot, hä? Da hab ich mir gedacht, ihr Penner. Ich finde die Knochen übrigens nicht unnötig, weil gesagt wurde, hey, warum nimmst du immer die unnötigen Knochen mit? Finde ich halt gar nicht. Knochen sind voll gut, Leute. Aber warte mal, beim Essen habe ich jetzt auch die Nuss irgendwo, ne? Unbekannte Nuss. Boah, die Paranuss. Gibt 35 Fett. Das ist ja fett. Fett krass ist das. 35 Fett die Paranuss. Aber die findet man dann auch nicht sehr oft, ne? So, warte mal. Wir sind jetzt hier beim Camp. Aber hier oben soll es irgendwo auch noch was geben. Also jetzt nicht genau im Gebüsch, aber warte mal, wo sind wir denn jetzt? Da oben drauf irgendwo? Wir gucken mal. Oh. Oh, das ist eine Schlange. Minus Parasiten, sehr gut. Ist Vieh. Ah. So, genau, hier oben sollte was sein und das sehen wir uns jetzt gleich mal an. Wenn es da ist, Tiere ausnehmen. Was? Kein Platz im Rucksack. Wow. Wo war das jetzt? Da. Wollte ich mal die Laguste mal weg. Nimmt auch sehr viel Platz weg, muss man mal sagen. So. So, geht doch. Ha. Platzwunder, so ein Rucksack. Irgendwo hier soll noch was sein. Oh, das ist ja cool, so ein natürlicher Durchgang. Ah. Ich hab schon mal gesagt, ich hasse die Viecher. Warte mal, das muss bei 18... 46 sein. 1846. So, noch ein bisschen weiter nördlich. Ah. Eine Tabakpflanze. Mhm. Das Ding ist halt, ich habe leider keine Verbände mehr gehabt, weil ich gestorben bin. Tabakverbände. Und der Tabakverband heißt das nicht gut. Der Verband der Tabakraucher. So, Tabakverband. Einfach perfekt. Handwerk plus eins. Habe ich noch ein paar Kokosnüsse? Ich muss die mal langsam trinken, sammeln, alles. Essen. Essen. Gut. Nee, lasse ich jetzt mal liegen. Dass man den ganzen Tag hier fressen muss im Dschungel, das hätte ich auch nicht gedacht. Also, den ganzen Tag muss man hier Sachen zu sich nehmen. Das ist schon etwas ungewöhnlich, oder? Ich meine, klar hat man einen hohen Kalorienverbrauch, aber so? Aber hat ja keiner gesagt, dass das hier realistisch ist. Okay, ich frag mich langsam, ob ich hier überhaupt richtig bin. Gürteltier. Weil, ja. Ich bin hier Gürteltier. Weil hier oben soll doch irgendwas sein. Guck mal hier, die Spur. Genau, genau. Ich glaube, wir sind auf der richtigen Spur. Ich mag die Witterungsverhältnisse übrigens nicht. Es ist gerade ein bisschen dunkel. Ja. Hallo. Ihr lauft mal schnell, Kapibaras. Ich will euch nicht fressen. Fände ich nämlich selber sehr unschön. Was der Leopard mit mir vorhatte wahrscheinlich. Ich find's jetzt nicht. Du musst doch irgendwo hier sein. Dass nicht so fuckendüster wäre hier. Das ist aber wieder die Spur, seht mal. Naja, das sieht nicht aus wie eine Spur. Warte mal, wo sind wir jetzt? Bei 45,17. Das heißt... Wir sind ein bisschen zu weit nördlich. Ah, das bringt aber auch nichts, wenn man nichts mehr sieht, ne? Wisst ihr was? Wir drehen mal ein bisschen die Zeit nach vorne. So, da geht es mal wieder ein bisschen weiter. Vorgespult in der Zeit. Was ist denn hier? Auch wie so ein riesiger Matschhaufen, wo einfach mal Erosion stattgefunden hat. Sorry, ich esse dir gerade mal deine Früchte weg da, ja? Ich glaube, das wollte gerade fressen. Das ist Kapibara. Okay. Irgendwas soll hier sein. Ich muss mal ein bisschen
Jetzt im Tageslicht ist es alles auch ein bisschen leichter, mich hier zurechtzufinden. Aber irgendwo muss hier was sein, was wir suchen. Kann ich da rauflaufen? Geht das? Ja, machen wir keinen Stress jetzt. Oh nein, das geht nicht. Ich fall runter. Ich dachte, ich kann den Baum hier hochlaufen, den kleinen. Guck mal, hier ist Ende. Schade, ich dachte, ich kann auf dieses kleine Plateau da hoch. Naja, wenn man das Plateau nennen will. Es ist halt einfach nur ein kleines Stückchen erhöhter Grund. Aber hier oben muss da irgendwas... Ja. Ansonsten muss ich meine Koordinaten nochmal checken, ganz kurz. 45, 18. Also 45 ist schon fast richtig. Und 18 eigentlich auch. Ich frage mich halt, wo das sein könnte, weil ich habe hier nichts gesehen im Dunkeln. Da ist es! Da ist er doch, guck mal! Oh mein Gott, das ist ein umgekippter Jeep, Leute! Zeichen der Zivilisation! Ein Bidon, also das ist... Würde ich jetzt mal sagen, so... Was? Ein Trinkgefäß, wir essen das mal. Ah, Kohlenhydrate und Fett. Das gute alte Kohlenhydrate und Fettgemisch. So, warte mal, können wir den jetzt hier? Ja, der passt hier rein. Ja, muss ich halt mal ein bisschen Jaguarfleisch essen. Die Frage ist jetzt, wie viel passt hier rein? 100! Oh mein Gott, da brauche ich die ganzen Kokosnüsse ja gar nicht mehr mitschleppen. So, tschüss. Tschüss, Kokosnuss. Und Schmerzmittel. Und noch ein Schokoriegel. Alter, geil. Geil. Aber das war's wohl. Ja, ein Jeep haben wir gefunden, Leute. Einfach mal ein Jeep. Guck mal. Das ist ja schon krass. Ich will das mal runternehmen, dass man es richtig sieht. Ist das nicht irgendwie... Nee. Ist das eine Spinne? Alter! Eine Goliath-Vogelspinne! Geil, die esse ich. Die esse ich. Mit Essig. Ach du Scheiße, da liegt einfach mal ein umgekippter Jeep im Dschungel. Und wir kriegen sogar noch eine richtig geile Trinkflasche bei raus. Was ist, wie cool ist das denn? Das ist mein Glückstag, Leute. Also jemand ist Glückstag jetzt nicht so wirklich, weil die Person ist dabei gestorben, vermute ich mal. Aber unser Glückstag definitiv. So, und zu guter Letzt will ich noch mal ganz kurz gucken, was das hier noch ist. Hab hier noch so eine Markierung. Das ist dann nämlich in 44:23. Dafür muss ich noch ein Stückchen laufen. Kriegen wir aber noch hin. Oh, guck mal hier. Da ist hier noch mehr. Da ist hier noch mehr. Hat sich einfach mal jemand hier so eine Plane, das Zelt aufgezogen, ja? Mit einem Stein. Und mit einer Kiste, die ich nicht öffnen kann. Das ist doch kacke. Schrei nicht so, Kleiner. Tut dir nichts. Schade. Ich habe gedacht, da wäre doch was Cooles. Aber wir gehen mal weiter. Oh. Hat sich jemand einfach mal so versucht, so eine Palisade zu bauen, ja? Guck mal. Oh, führt mich das vielleicht irgendwo hin? Aber so richtig langer Trampelpfad, das ist... Auf jeden Fall sehr kurios. Ich meine, das ist nicht von uns. Und sogar noch ein Holzweg, was? Ich glaube nicht, dass wir auf dem Holzweg sind übrigens, das ist... Kommen wir denn hier hin, wenn wir dem Weg weiter folgen? Wahrscheinlich ins eingeborene Dorf, ne? Das feindliche Dorf. Oh Mann, ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin. 41, 19... Oh, ich habe wieder irgendwas auf mir hängen. Ah! Blutegel. 41, 19 habe ich gesagt, ne? Ist dann... Immer noch zu weit nördlich. Wir gehen mal weiter Richtung Süden. Ganz Richtung Süden. Ja, guck mal, das führt mich sogar Richtung Süden. Ganz gut. Hier eigentlich nicht. Ist da wieder ein Zeichen der Zivilisation? Der Teil hier, was ist das? Eine Schlingenfalle. Ich habe wieder was Neues gelernt. Und noch eine Höhle. 4019. Ist das die, wo ich vielleicht sogar hin wollte? Eventuell. Nee. 4019. Alter, ich bin viel zu weit oben. Ich muss mal richtig hart in den Süden jetzt. Das merken wir uns für ein andermal, Leute, weil hier gibt es noch was. Das ist sehr interessant. Auf jeden Fall, dass wir jetzt erstmal eine Schlingfalle dort gesehen haben. Und da gibt es noch mehr. Da gibt es noch mehr. Aber ich will nicht zu viel verraten.
Ich habe es auf der Karte ja, wie gesagt, leider schon markiert hier, die ganzen Orte. Ich hoffe mal, da kommt jetzt nichts Fieses irgendwann wieder, weil ich habe ein bisschen Angst gerade, weil ich habe schon nicht mehr gespeichert. Hätte ich mal machen sollen, ne? So. 23. 44, 23. Gehen wir weiter Richtung Süden. Und dann muss ich noch ein bisschen zurück Richtung Westen. Befürchte, hier komme ich nicht Richtung Westen. Ich sehe dich, du Schlange. Südamerikanische Klapperschlange. So. Ich hoffe, das ist was. Ich hoffe, das ist was. Oh! Ja, da wollte ich jetzt nicht unbedingt hin, aber hier ist auch was Geiles. Seht das mal an. Das ist wohl das Coolste, was wir bisher gefunden haben. Ein abgestürztes Flugzeug. An sich jetzt nicht so cool. Aber hier kann ich auf jeden Fall kampieren. In der Höhle. Oh, guck mal. Geil, da ist Asche, da ist Kohle wieder. Nee, Obsidian. Kokosnüsse, Schokoriegel. Was ist das denn? Kokosnussfruchtfleisch verdorben. Irr. Das stellen wir gleich mal. Essen. Mmh. Trockenfleisch. Beef Jerky. Oh, Zivilisation. Oh nein. Fällt mir nicht hier. Holzbett. Ich hab... Hier ist ein Holzbett. Und Maden. Na, heute nicht. Heute nicht. Und hier ist, glaube ich, überall Bambus. Ne, das ist normales Holz noch. Palmenblätter, Holz. Oh, geil. Leute, ich baue mir gleich erstmal schnell ein Bettchen. Ein Bambusbett. Oh, ich bin gerade voll hyped. Was gibt's hier alles? Das ist ja Wahnsinn. Bambusbett. Bambusscheit, Stock. Langer Bambusstock. Oh, das ist viel zu viel. Das ist leider viel zu viel. Seil, Palmblatt. Ja, das machen wir. Das machen wir, das machen wir. Soll ich es zum Ausgang richten? Den Eingang. Wäre nicht unbedingt das Schlechteste, oder? Anni, was machst du denn? Bist du doof? Boah, brauche ich einen langen Stock. Ich brauche einen langen Stock. Ist das nicht geil? Erstmal schön hier ein neues Lager entdecken. Weißt du, aber dann ist das ein Premium-Lager. Stock, langer Stock. Okay, ich brauche noch einen. Einen noch. Dann ist aber Schluss. Ja, komm, der Bombe sieht nicht so fit aus. Den können wir mal umhacken eben. Oh. Wenn ich ihn umhacken könnte. Kann ich leider nicht. Der sieht gut aus. Das ist ein Bambus. Scheiße, seht ihr? Ist schon wieder Bambus alles. Lass mich in Ruhe. Dachte er. Oh, voll gut, Leute. Komm mal durch jetzt das Ding. Macht stetig so an. Nur so ein kleiner Bambus. Also nicht Bambus, ist nur ein kleines Holz. Also ich meine, Bambus ist schwerer zu durchschlagen, weil das so faserig ist. Aber normales Holz sollte nicht allzu schwierig sein mit einer richtigen Machete, du. Ja, ich weiß es, ich habe schon Bäume gefällt. Mit einer Axt. Es geht, es kostet zwar sehr lange Zeit und ist sehr anstrengend. Was brauche ich jetzt, Banane oder Palma? Palma. Ein Bett aus Palma, genau. Palmenblatt. Wenn ich so überlege, soll ich die Machete vielleicht doch noch nicht ganz kaputt machen. Die ist super nützlich, eigentlich, oder? So, 6 Stück nur. Ich kann noch ein paar Mal laufen. Perfekt. So, dann werde ich mich erstmal hier ganz kurz ein bisschen eruieren und gucken, wo ich noch was finden kann. Ein bisschen umschauen und dann nächstes Mal werde ich auf jeden Fall wieder ein bisschen rumstromern und Schandtaten begehen. Ja, im Dschungel interessiert es ja anscheinend eh keinen, was du so machst, ne? So. Sehr schön, Leute. Ich hab das Flugzeug gefunden. Ich habe schon davon gehört. Das sagenumwogene Flugzeug. Aber wir werden erstmal speichern. Oh, ja, ja, ja. 17 Tage schon, Leute. Ich hab... Was? Nein, ich... Bist du bescheuert? Ich wollte wieder im Bett schlafen, ja? Aber nicht jetzt. Nee. Nee. Es gibt wahrscheinlich... Oh, es gibt... Protein und Fett so viel. Scheiße, warum habe ich das jetzt gegessen? Hätte ich mir gerade mal aufheben müssen. Oh, die Spinne. Geil. Warte mal, ich mache jetzt erstmal ein Feuer.
Gerade so richtig geil auf fette Spinnenfraß. So. Alles mal genau hier in der Höhle. Lass mal hier, oder? Ja. Ich will nämlich noch hier das Holzbett weghauen. Jetzt mach mal hinne. Wo bist du so außer Atem? Ja. Bestören. Boah, wie viel lange Hölzer es da gibt. Guck mal. Warum habe ich das überhaupt jetzt alles hier gesammelt? Ich hätte mir einfach super geil hier... Warte mal. Haben wir noch ein kleines Vordach. Man ist ja auch bequem und zivilisiert. So. Holzscheiß. Wieder zivilisiert und so weiter, ne? Immer dran denken. Gut. Hier so lange Stöcke. Da haben wir so viele. Deswegen, ich muss mal ein bisschen aufräumen hier. Schau euch das mal an, wie das hier aussieht. Wir brauchen einen noch, ne? Ja. Einen noch. Und natürlich ein Feuerchen mache ich in der Zeit mal. Ach komm schon. Ein Stock fehlt noch. Obsidian, ja. Ja, kann man mal machen. So, jetzt machen wir den mal benutzen. Und nehmen natürlich die normalen Fasern, weil ich noch kann. Ich nehme meine Premium-Fasern dafür. Was denkt ihr denn? Das ist ja alles Quatsch. Bitch! Yes. Nein, keine. Ich bin voll enttäuscht von dir, du sagst nicht mehr Bitch. So, richtig geil die Spinne erstmal braten. Und die Klapperschlang. Was ist das hier? Schokoriegel. Voll fett. So. Den Rahmen werde ich mal schön lassen, den demontiere ich bestimmt nicht, Freunde. Was denkt ihr denn? Ja, lauf. Ich habe gerade keinen Hunger. Kann sich aber ganz schnell ändern hier im Dschungel. So, zack mal erstmal das da rum. Wie gesagt, eigentlich ist die Machete super gut. Oh, ist da ein langer Stock? Nee. Da eben so aus, ganz kurz. Jaha. Wir haben es alle gehört. Alle sind traurig. Dass dich keiner isst jetzt. Wie gesagt, kann ich schnell ändern. Pass mal auf. Schneller als du denkst. So. Machen wir erstmal hier das Dach fertig. Ist ja schon spät. Ich muss mich ja bald wieder pennen legen. Oder ist das cool? Gleich wieder ein neues Lager entdeckt. Ich bin so hyped. Ist mich gerade für Kohlen. Wie gibt es hier einen Seilbaum? Die Seile der Natur. Zum Glück nicht die Taschen der Natur muss ich nutzen hier. So, warte mal. Das waren Palmen. Palmenblätter. Oh gut, die habe ich jetzt kaputt gemacht. Machen wir uns mal vielleicht modisch schick ein Bananendach. Ein Bananendach. Ja, wie gesagt, ihr habt mir gesagt, dass es beim Trockner zum Beispiel hätte man jetzt ein Bananendach machen können. Aber die sieht man so kacke, finde ich. Dass man, ihr habt es eben gesehen, das war so ein bisschen Fummelei. Aber ich habe nicht gewusst, dass man ein Dach drüber setzen kann. Mach jetzt. Danke. Ah, lecker Bananen. Warum kann ich eigentlich nicht kombinieren? Ich finde das jetzt den anderen Bananenblättern gegenüber ganz schön unfair. Oder den Palmenblättern, dass man nicht einfach mal so frisch, frei kombinieren kann. Was man jetzt für ein Dach haben will. Vielleicht so eine Mischung aus Palmen und Banane. Ja, wie gesagt, ich finde das ein bisschen gemein. Das ist Diskriminierung gegenüber den anderen Blättern. Von anderer Couture. Oh, guck mal, wie das aussieht. Trockenblätter nehme ich auch mal gerne mit, auch wenn ich genug habe aktuell. Aber besser ist, immer mehr dabei zu haben. So. Weghauen. Ich wurde auch gefragt wegen anderen Survival-Spielen, Leute. Ich bin gerade so ein bisschen im Survival-Modus. Da gibt es noch zum Beispiel Long Dark. Es gibt noch Early Winter oder wie das heißt. Könnte ich auch mal zocken, habe ich irgendwann mal angespielt. Soll mittlerweile auch fertig sein, glaube ich, soweit. Auch ganz cool. Also muss nicht immer hier im Dschungel sein. Es kann auch mal wirklich was erfrischend, frisches, frühlingshaftes, kaltes. Also so mit Eis. Finde ich auch mal sehr nettes Survival. Hat man ganz andere Konditionen wie jetzt hier, so in der Hitze. Ach, schon wieder irgendwas. Wollt ihr mich wieder aussaugen, ihr kleinen Blutegel-Schweinebäckchen? War nur einer. So. Oh nein, mein Essen ist verkokelt wahrscheinlich. Oh, sie ist gekocht. Ich dachte schon, sie ist verbrannt. Mm. Geistige Gesundheit minus, aber es gab gut. Ein paar Proteinchen gab es schon dafür. Ist auch was wert.
So, was haben wir denn hier? Wasser! Wasser, Wasser. Cool. Ja, wie gesagt, die brauche ich jetzt gar nicht mehr, die Kantins, weil ich die hier habe, die ist halt einfach mega. Guck ich die mal an. Die ersetzt alles. Fast alles. Na komm, wir nehmen die Maden mal mit. Die beleidigen mein Auge. Aber wir haben ganz viel Kokos. Oh. Ganz viel Kokosnüsschen. Oh, wollte ich jetzt eigentlich nicht. Die legst du nämlich ganz fein raus jetzt. Obsidian haben wir noch. Oh, ich auf einmal wieder so viel Platz hier. Wird sich ganz schnell ändern, wenn ich so weitermache, ne? Ich kenne das ja. So, wir legen mal hier was hin. Trinken, sammeln. Natürlich. Essen. Essen. Gut, jetzt habe ich ja schon mal 3 Schalen, die wir aussaufen können. Ist ja gerade was gekrabbelt. Ich hoffe es nicht für das Krabbelvieh. Boah, so gut, Leute, so gut. Mir geht's gerade richtig gut hier. So richtig gut, ne? So, die Dose, wie lange hält die denn? Ewig, das ist gut. Kohlenhydrate. Kohlenhydrate sind wichtig hier. Wie gesagt, Schmerzmittel bin ich ein bisschen, bin ich nicht so der Freund von, ja. Weil, ja, die sind leider nicht sehr gut für uns. So, sammeln mal. Bestören, sammeln. Und dann braten wir uns lecker Kokos und Fleisch. Leute, ich würde sagen, wir machen mal Schluss hier an der Stelle. Ist schon nämlich wieder ganz schön lang der Part, glaube ich. Je nachdem, wie lange ich das schneide. Oder wie viel ich drin lasse davon. Ich bedanke mich. Ja, es war mir ein Fest. Und eine Freude. Auch dieses Mal natürlich, wie immer. Warte mal, kann ich den da reinkippen? Ah ne, ich muss sammeln. Ja. Ich würde mich sehr freuen, ihr seid nächstes Mal dabei, liebe Leute. Denn es ist wirklich immer noch ein Hochgenuss, dieses Spiel. Und das wird es auch bleiben für mich. Zumindest, wenn sie fleißig neuen Content nachliefern. Weil ich habe schon gehört, eben jetzt eigentlich so... Jetzt eigentlich bald soll doch dann mal weiter Story kommen, oder? Hallo? Jetzt vielleicht doch vor die Hütte platzieren sollen hier, vor meiner Hütte. Naja, wie dem auch sei, wollte ich sagen. Danke, macht's gut. Tschüss, ihr fleißigen Dschungel-Liker und Kommentierer. Ciao.